Wir haben jetzt noch die Möglichkeit mit der Unterstützung der Opposition, und darum werden wir uns bemühen, alles, was wir auf den Weg bringen können, noch auf den Weg bringen. Frau Esken, ob wir verschiedene Sprachen sprechen, aber Sie können nicht die ganze Zeit mantraartig formulieren mit Unterstützung der Opposition. Ich weiß nicht, ob Sie das so wahrgenommen haben wie ich, aber ich habe heute verstanden, die Opposition ist ganz, ganz klar in dieser Sache. Hey Leute, also gestern bei Markus Lanz ging es richtig zur Sache. Das Thema Neuwahlen. Und jetzt haltet euch fest, unser Vizekanzler Habeck steht plötzlich im Rampenlicht als möglicher Kanzlerkandidat der Grünen. Die SPD ist natürlich auch am Start und bejubelt lautlos Scholz' Entscheidung, Lindner aus dem Amt zu kicken, als ob das irgendwas ändern würde. Und Frau Esken, die redet wieder mal den üblichen Unsinn. Was für eine Show, oder? Schaut rein und lasst uns darüber reden, ob das wirklich die Lösung ist, die Deutschland jetzt braucht. Auf geht's. Unterbrochen. Frau Esken, an dem Punkt nochmal die Frage. Warum nicht die Vertrauensfrage in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche? Es ist gerade so viel von staatspolitischer Verantwortung die Rede. Ist es nicht wirklich staatspolitische Verantwortung, an dem Punkt jetzt zu sagen, ich bin jetzt gescheitert mit dieser Regierung, es zählt jede Woche? Es zählt ehrlich gesagt auch jeder Tag, wenn wir hören, dass jemand wie Trump bereits sehr aktiv im noch nicht offiziell bekleideten Amt ist. Es geht jetzt um sehr, sehr viel. Und wir können uns diese Hängepartie nicht leisten. Nur halt nicht bei uns anruft. Ja, tatsächlich hat Robert Habeck gerade im Moment mehrere Argumente dafür angeführt, warum wir jetzt noch bis zur Weihnachtspause 6 Wochen Zeit haben und uns Zeit nehmen müssen, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen nämlich, die dann erstmal sehr lange nicht getroffen werden können, weil eben die Regierungsbildung dann auch eine Zeit dauern wird. Ich versuche das nochmal deutlich zu machen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, die Netzentgelte, die ja teuer werden in den nächsten Jahren, auf eine Art und Weise zu gestalten, so dass sie unsere Industrie nicht überlasten. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass unsere Automobilindustrie die aktuelle Situation besser übersteht. Deswegen ist der Industriegipfel ja auch beim Kanzler zusammengekommen, die notwendig ist, um eben auch genau auf die Situation in den USA vorbereitet zu sein. Wenn wir jetzt die Vertrauensfrage stellen und dann sofort in den Wahlkampf gehen, dann werden ja keine Beschlüsse mehr gefasst. Dann werden keine Gesetze mehr auf den Weg gebracht. Mit welchen Mehrheiten wollen Sie fassen, Frau Esken? Dann sind wir erst nach. Ich habe aber durchaus gesagt, wir werden versuchen, dafür Mehrheiten zu bekommen. Dann sind wir eben erst nach der nächsten Regierungsbildung in der Lage, wieder zu handeln. Frau Esken, und ganz kurz. Herr Habeck hat ja völlig richtig dargestellt, dass viele der Probleme, die wir jetzt zu lösen haben, beispielsweise die Schieflage der Industrie, dass die auch nach einer Regierungsbildung bestehen werden und dass auch ein künftiger Bundeskanzler und eine künftige Koalition, wie sie auch immer zusammengesetzt ist, genau diese Probleme lösen muss. Dann ist aber Donald Trump schon ein halbes Jahr im Amt. Wir lassen deswegen jetzt mal wollen Donald wir Trump beiseite, heute Frau noch Esken. In diesen 6 Wochen noch... Ich finde es anmaßend. Wir wollen jetzt in den kommenden 6 Wochen uns noch die Zeit nehmen, wichtige... Entschuldigung, Frau Esken, ich muss einmal kurz den Punkt machen. Es ist ein bisschen schwierig durch die Leitung und durch das Delay, das wir hier haben. Aber einmal kurz den Punkt. Herr Brücker benutzt gerade das Wort anmaßend. Ich würde ehrlich gesagt ein ähnliches Wort benutzen. Wenn Sie doch die Gegebenheiten kennen. Friedrich Merz hat heute klipp und klar gesagt, bevor die Vertrauensfrage nicht gestellt ist, wird es von unserer Seite noch nicht mal ein Gespräch, geschweige denn eine Unterstützung geben. Das heißt, Sie sind eine in dem Punkt nicht mehr handlungsfähige Regierung. Warum redet man so viel von staatspolitischer Verantwortung, wenn es offensichtlich darum geht, sich irgendwie noch über ein paar Wochen zu retten, um möglicherweise ein paar Dinge durchzukriegen, die einem dann helfen, ein besseres Profil im anstehenden Wahlkampf zu haben? Und man kriegt sie dann noch nicht mal durch. Oh nein. Es geht nicht ums Profil. Nein. Es geht genau um die staatspolitische Verantwortung, von der Sie jetzt gerade sprechen. Und da appelliere ich auch an die Opposition und vor allem an CDU und CSU, da jetzt an der Stelle nicht zu blockieren und eben genau diese Entscheidungen mitzutreffen. Da geht es um staatspolitische Verantwortung.
Das würden die alles machen, wenn Sie die Vertrauensfrage stellen. Das ist genau der Punkt, Herr Brücker, bitte. Eine Sache nur, Frau Esken. Die Ampelregierung wurde von verschiedenen Gerichten, auch vom Verfassungsgericht, in den letzten 3 Jahren mehrfach angemahnt, die Rechte der Opposition bei Verfahren, bei Fristen im Bundestag besser zu wertschätzen. Das ist nicht passiert. Jetzt haben Sie keine Mehrheit mehr und appellieren an die staatspolitische Verantwortung der Opposition, Sie aus der, ich sag mal so, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Ich finde das wirklich anmaßend. Ihr habt 3 Jahre Zeit gehabt, jedes Gesetz dieser Welt zu beschließen mit der Mehrheit. Jetzt habt ihr sie nicht mehr und jetzt soll Friedrich Merz helfen. Der war heute beim Bundespräsidenten und soll nach unseren Informationen ihn gebeten haben, als Sozialdemokraten auf Herrn Scholz einzuwirken. Es wird natürlich, kann man nicht erwarten, dass die Opposition jetzt die Ampel über irgendwelche Gesetze hilft, die sie jahrelang hätte machen können. Ich finde das wirklich, das hat nichts mit staatspolitischer Verantwortung zu tun, das ist wirklich frech. Frau Esken, fällt Ihnen dazu etwas ein? Ich glaube, dass ich mich mit Begriffen wie anmaßend und frech nicht auseinandersetzen muss. Das ist nicht der Stil, in dem ich gerne Diskussionen führe. Ich will sehr deutlich sagen, dass der Bundeskanzler, und auch das hat Robert Habeck ausgeführt, einen Amtseid geleistet hat, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden und Schaden natürlich auch von unserem Land. Er ist der Auffassung, dass diese Entscheidungen noch getroffen werden müssen. Und er will den Versuch wagen, die Opposition, den gesamten Bundestag dazu zu bewegen, natürlich die demokratischen Parteien dort, die notwendigen Entscheidungen noch zu treffen, bevor dann die Vertrauensfrage gestellt wird. Darf ich noch mal fragen, Frau Esken, an dem Punkt. Es gibt diesen berühmten Satz von Olaf Scholz, wer bei mir Führung bestellt, der bekommt sie. Was ist an dem Punkt mit Führung? Was ist an dem Punkt mit Verantwortung? Stört es Sie an einem Abend wie gestern, wenn sich der deutsche Bundeskanzler hinstellt, nochmal, nicht irgendwer, der deutsche Bundeskanzler, der sozusagen der Chef dieser Deutschland AG ist, verantwortlich für alles, für wirklich alles, auch dafür, diesen Laden zusammenzuhalten und gerne auch sozusagen eingeräumt, dass das in dieser Koalition unter diesen besonderen Bedingungen besonders schwierig ist. Und man hat ja auch gemerkt, er hat sich auch sehr, sehr ernsthaft darum bemüht und am Ende hat es nicht funktioniert. Aber muss man dann nicht sagen, das ist nicht nur Christian Lindner, der hier gescheitert ist, sondern hier bin ich vor allen Dingen fundamental gescheitert. Das ist mein Begriff von Verantwortung. Wenn Olaf Scholz nicht bereit wäre, diese Verantwortung zu übernehmen, dann würde er die Vertrauensfrage überhaupt nicht stellen. Wann er sie stellt, ist seine Entscheidung. Das hat Robert Habeck auch ganz klar ausgeführt und das muss ich auch unterstreichen. Der Bundeskanzler muss entscheiden, wann der richtige Moment gekommen ist. Lass mich den Splitter aus deinem Auge ziehen! Hinter eurem Auge ist ein Balken! Ihr Heuchler! Und er ist der Auffassung, dass es den Versuch wert ist, jetzt zugunsten der Industriearbeitsplätze, zugunsten auch des Zusammenhalts in der Gesellschaft. Wir sind alles andere als eine Deutschland AG, Herr Lanz. Zugunsten dieses Zusammenhalts in der Gesellschaft noch Entscheidungen und Gesetze herbeizuführen. Und ja, die Krankenhausreform gehört mit dazu. Frau Esken, Sie sind ja Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschland. Sozialdemokratisch, das ist vor allen Dingen Gesundheit und Pflege. Im Februar werden die Pflegeversicherungskassen zahlungsunfähig sein, wenn nicht was passiert. Das ist zum Beispiel eine Reform, die überhaupt keinen Aufschub erlaubt. Und darum ist die Frage, gerade als Sozialdemokrat muss man jetzt die Vertrauensfrage stellen, um diese sozialpolitisch wichtigen Themen schnell auf die Bahn zu bringen. Und das behindern Sie, indem Sie den Neustart einer neuen Regierung über Gebühr hinauszögern. Einer Regierung mit einer Mehrheit, einer stabilen Regierung in dieser Situation. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit mit der Unterstützung der Opposition und darum werden wir uns bemühen. Die Möglichkeit haben Sie nicht. Alles, was wir auf den Weg bringen können, noch auf den Weg bringen. Frau Esken, ob wir verschiedene Sprachen sprechen, aber Sie können nicht die ganze Zeit mantraartig formulieren mit Unterstützung der Opposition. Ich weiß nicht, ob Sie das so wahrgenommen haben wie ich. Aber ich habe heute verstanden, die Opposition ist ganz, ganz klar in dieser Sache. Conditio sine qua non. Wenn diese Vertrauensfrage nicht kommt, dann reden wir gar nicht miteinander. Sie können doch
einer deutschen Öffentlichkeit an dem Punkt jetzt auch hier heute Abend nicht die ganze Zeit sozusagen weismachen, da geht noch was, hier noch was und dort noch was, weil sie mit Unterstützung der Opposition noch großartige Projekte durchkriegen wollen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos an dem Punkt, verstehe die innere Logik dieser Argumentation nicht. Der Bundeskanzler hat an der Stelle die Entscheidung zu treffen und er übernimmt an der Stelle auch die notwendige Verantwortung für unser Land und er hat sich vorgenommen, mit der Opposition in diese Gespräche zu gehen. Und wenn heute solche Aussagen gemacht werden, dann habe ich das wohl zur Kenntnis zu nehmen. Und dennoch werden wir versuchen, mit den notwendigen Argumenten da auch zu einer Einigung zu kommen, weil wir es für richtig halten. Weil wir eben gerade die Lösung bei den Netzentgelten, aber auch die Krankenhausreform und andere Dinge nicht auf eine Zeit in einem halben Jahr verschieben wollen, weil dann noch ganz viel Wasser den Bach hinuntergeflossen ist, was wirklich problematisch wäre für unsere Industriearbeitsplätze und für viele andere Themen. Ich bin mir nicht sicher, Frau Esken, ob Sie dann nicht die Lösung, sondern das Problem sind. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die nicht zu dem Gesindel gehören, schmeißen die anderen raus, oder sie haben ihr Geld umsonst bezahlt. Wenn kein Haushalt da ist, kann man keine neuen Förderprogramme beschließen. Es gäbe Ausnahmen durch Verabredungen mit der Opposition, aber insgesamt und grob gesprochen kann man sagen, was Neues geht jetzt nicht mehr. Alle gesetzlichen Leistungen, beispielsweise die Vergütung erneuerbarer Energien, erneuerbares Energiengesetz, ist eine gesetzliche Leistung, werden weiter bedient. Das wird weitergeben. Wir sind nicht in den USA, wo dann ein Shutdown ist und kein Geld ausgezahlt werden kann. Also alles, was gesetzlich zugesagt ist, kommt. Alle Verpflichtungen, die der Staat eingegangen ist mit Förderbescheiden, kommen. Alle Förderbescheide, die ausgestellt werden entlang der Säulen, die beschlossen wurden, werden weiter ausgestellt. Es können sogar sogenannte Verpflichtungsermächtigungen, also neue Perspektiven für Förderbescheide ausgestellt werden, innerhalb der beschlossenen Haushaltslogiken. Das, was nicht mehr möglich ist, ist, dass man Neues draufpackt, weil es dafür keine parlamentarische Mehrheit gibt. Insofern, eine neue Prämie für E-Autos ist nicht im Topf und ist auch nicht erwartbar, dass sie kommt, denn das Geld ist ja nicht da. Oder nicht gefunden worden, siehe Debatte der ersten halben Stunde. Die Förderung für Wärmepumpen, um mal ein Beispiel zu nennen, GEG, läuft ungebrochen weiter. Okay. Also das ist sozusagen, das muss man auseinanderfrieseln. Was machen Sie, wenn ganz schnell die Leute jetzt eine Wärmepumpe kaufen, weil sie Angst haben, Friedrich Merz dann wiederum kann man innerhalb dieses Topfes, des Klima- und Transformationsfonds, umschichten ohne parlamentarische Mehrheit. Das sieht also die Haushaltsregel vor. Also da die Intel-Milliarden jetzt nicht für den Haushalt zur Verfügung stehen, würde man dann dort umschichten. Okay. So, jetzt ganz kurz zu dem Punkt, den ich eigentlich machen wollte. So kompliziert und verwirrend das mitunter sein kann. Ich glaube, wir brauchen dringend eine Verabredung. Hat die deutsche eine gemeinsame Analyse, ist das Problem der deutschen Wirtschaft, dass sie zu schnell Richtung Klimaneutralität geht, vor allem die Automobilwirtschaft? Oder ist das Problem der deutschen Wirtschaft, dass sie zu langsam Richtung Klimaneutralität geht? Ich höre immer stärker Stimmen, die sagen, wir sind zu schnell. Wir sollten mal uns mit der E-Mobilität und der Klimaneutralität Zeit lassen. Dann werden diese sogenannten Flottengrenzwerte aufgemacht und so weiter. Ich komme zu einer ganz anderen Analyse. Wenn die deutsche Wirtschaft, gerade die Automobilwirtschaft, ein Problem mal nicht hat, dann, dass sie zu schnell beim Hochlauf der E-Mobilität ist. Sie ist nicht zu schnell, sondern wir haben zu lange gewartet. Wir haben uns von den Chinesen und von Tesla den Rang ablaufen lassen und haben aber jede Chance, weil wir wirklich fantastische Unternehmen haben, da wieder aufzuholen. Aber wenn die Signale unterschiedlich sind, und da geht es jetzt nicht, ne, so ärgerlich das ist, um die Förderung, hast du 100 Millionen mehr und kommt eine Prämie oder nicht, sondern um die prinzipielle Ansage der politischen Gestalter. Was ist die Laufrichtung? Und wenn eine amtierende Bundesregierung sagt, die Verabredung wird gehalten, Kurs halten, wir bleiben dabei, eine sehr starke Opposition, die vielleicht in der nächsten Bundesregierung ist, sagt, wenn wir kommen, dann geht es genau in die andere Richtung. Das tut sie ja nicht. Dann ist es, jawohl, natürlich. Dann geht es schief. Die Union stellt die Klimaziele nicht in Frage. So kann eine Volkswirtschaft nicht funktionieren. Wir können über Steuersätze reden,
Niemand, wir können über andere Sachen im Detail immer reden. Aber das ist das, was ich meine, wenn ich sage, es muss doch möglich sein, über eine Legislaturperiode hinaus eine gemeinsame Analyse der demokratischen Parteien oder der demokratischen Mitte. Klar, es gibt auch Parteien, die sagen, Klimawandel, ja, menschgemacht, alles nur Wetterphänomene. Die armen Menschen, die in Spanien ertrunken sind, ja, ist im Mittelalter auch passiert. Muss man wirklich sagen, also in welcher Welt leben die? Aber egal, das ist ja hoffentlich noch die Minderheit in Deutschland. Aber das geht uns gerade verloren. Und es geht uns ja nicht verloren mangels Einsicht, sondern es geht uns verloren mangels Binnenlogik der Politik. Genau.